Ich weiß auch nicht, was das soll. Herzlich willkommen zurück hier in meiner Küche. Es ist Küchenholzzeit. Ich bin etwas eskaliert, aber auch nur, weil der Zettel so lang war. Ich kann nichts dafür, wir haben viel aufgebraucht. Entschuldigt bitte die Lautstärke, weil das seid ihr ja hier gewöhnt. Ich musste ein bisschen, also ich muss das Fenster auflassen, ich gehe sonst kaputt hier. So, ja, ich musste auffüllen. Leute, ich musste auffüllen. Ich werde aber das so ein bisschen hier zusammen klamüsern, denn ich war nämlich gestern, also der Vorliebe, ist egal, ich war noch beim Müller, dann war ich eben bei Hermes, habe das Paket abgegeben, dann war ich beim Lidl, beim Aldi, bei DM, beim Rossmann, beim Teddy. Und jetzt fangen wir an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Taschen. Hallo! Ja, wir fangen einfach mal an. Ich habe ja auch ein paar Sachen drin, so für Adventskalender und sowas. Ich sage jetzt nicht explizit, wenn ich das auspacke und euch zeige, wofür das ist. Ich zeige es einfach nur. Weil wenn ich jetzt sage, das ist für den Adventskalender, das ist für den, dann ist es ja auch keine Überraschung mehr. Ich will aber trotzdem alles zeigen. So, und wir fangen einfach mal an. Hiermit. Sun Snacks Cheese Feines Käsegebäck Crispies. Das hatten sie in Aktion, glaube ich, beim Aldi. Ja, 12 Monate gereifter Gouda. Ich muss sagen, diese Dinger sind echt lecker, Leute. Mit feinstem Blätterteig. Jo, die kannst du echt gut schnabulieren. Ja, Davids Joghurt war nicht da. Ich musste improvisieren. Da habe ich ihn jetzt mal dem mitgenommen. Milsani Triple Shock Schokoladenkeksstücke und Schokosahnepudding. Also da sind so Keksstückchen drin und dann halt Schokopudding. Weil dann haben sie seit Jahren mal diesen Zabajone-Joghurt. Der sieht ungefähr so aus wie der. Zabajone und oben Schokostückchen. Die liebt der. Diese Joghurts liebt der. Und die habe ich jetzt entdeckt beim Lidl. Aber die haben wohl auch noch andere entdeckt. Shit. Ja, da waren sie wieder nicht da. Es tut mir leid. Was soll ich machen? Ja, die mussten einmal mit hier. Sind die süß oder was? Sechsches! Ja, einmal mit so Möpse und einmal mit Dalmatinern drauf. Ne? Größe 39 bis 42 beim Aldi auch. Dann einmal diese nachgemachten Tux. Ja, die hole ich ja immer beim Aldi. Mensch, die richtigen sind mir zu teuer. Dann einmal hier Sahne, Joghurt, Mild, Pfirsich-Maracuja für den Experten. Dann habe ich ihnen so eine Mondschnitte mitgenommen. Wir haben ja hier bei unseren, ich denke mal, ihr habt das auch so beim Aldi haben sie das meistens, die Bäcker des Ortes oder der Region. Und das ist von Hackner. Und da habe ich ihn. Er isst gerne Mohn. Ich mag keinen Mohn. Mögt ihr Mohn? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich mag keinen Mohn. Ja, einmal 3,5% Milch. Dann Spüli. W5 Spülmittel. Ich habe mal wieder die Eigenmarke hier vom Lidl mitgenommen. Ich finde die richtig gut, diese 1 Liter Dinger. Dann ja, nochmal 3,5% 1 Liter Milch. Und hier sind noch zwei Kong Strokes drin. Die packe ich aber schon mal nach hinten. Genauso hier wieder Sixpack Cola Zero, was es heute dann doch mal wieder im Lidl gab. Man glaubt es kaum, aber es war. Es ist wahr. So, nee, das ist hier, ne? Dann guck mal hier zu. Das tun wir da rein und das auch. Zweite Tasche. Ich glaube, ich muss zwischendurch da wieder mal einen Cut machen und was wegräumen. Ja, ist also. Ja, haben sie jetzt wieder neu und ich liebe Kassler. Ich habe nämlich jetzt zu David gesagt, wir müssen mal wieder nach Kaufland. Da haben sie mal diesen Schweinebraten, den Bügelpökeln. Er mag das nicht, aber ich liebe den. So ein-, zweimal im Jahr muss der sein. Ja, und Kasslerscheiben liebe ich auch. Ist immer schön, wie sie hinten so eine Kasslerscheibe reinmogeln, die nicht so schön ist, ne? So habe ich das damals in der Metzgerei auch gemacht. Die kleinen Scheiben vorne von der Schinkenwurst, die haben wir dann dazwischen getan. Oder selber gegessen. Genau. Ja, ne? Schöne vier Scheiben oben und hinten also so ein durchwachsenes. Naja, ist egal. Einmal Milka Max Nussini, ist der Experte gerne, hole ich aber auch nur, wenn es im Angebot ist. Ja, Bertamu, so ein Six
Pack an Puddings für Monique, Wackelpudding mit Schokoflecken. Einmal Mehlkornschnitten. Schabu, Schabu. Ja, also David isst immer gerne auch mit Körner. Ich hoffe, der ist noch gut. Ich war jetzt ein bisschen lange unterwegs. Hatte ich diese Tasche mit? Oder habe ich die schon da oben gestellt gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Matthias? 11.10.23. Ja, ist ja noch haltbar. Also einmal Matthias, habe ich echt mal wieder Bock drauf. Dann, oh, der ist kaputt gegangen. Na, ist egal, wird eh gebraucht. Einmal Creme Fraiche. Habe ich auch eigentlich immer so im Kühlschrank. Den nehme ich meistens so als Knobbi-Dip. Einmal deutsche Markenbutter. Übrigens, wir haben ein Zuschauerpaket bekommen. Danke, liebe Nicole, dafür. Wir sind schon gespannt aufs Auspacken. Macht das mit Experten zusammen. Und Dankeschön. Das war nämlich in meiner Packstation. Ja, ich bin schon gespannt aufs Auspacken. Antipasti-Creme Bärlauch. Dann hatten sie Gehacktes runtergesetzt. Das nehme ich dann sofort mit Frier ein. Ne? Ja, von 3,29 € auf 2,30 € zweimal Schweinegehacktes. Ja, ey, hallo? Ne? Ja, dann musste mit zweimal Mr. Tom. Ja, einmal Zigaretten. Übrigens, ich hole, also laut Experten darf ich die jetzt immer nur holen. Oder soll ich die immer nur holen? Weil es ist einfach. Also hier sind jetzt 40 Stück drin, 10,30 €. Ist Wahnsinn. 20 Mark für eine Schachtel Kippen. Ich habe früher, glaube ich, was war das günstigste? Ich glaube, 4 Mark für meine Eltern Zigaretten geholt. Stolpersand und Lux. Gibt es hier eigentlich noch auf dem Markt? Ich weiß es nicht. Ja. Also, aber da hat er gesagt, ich soll dann immer mal was mitbringen aus dem Lidl. Und es ist einfach günstiger, weil die, normalerweise raucht der John Player, aber die kostet dann 5 Euro mehr. Also, hallo? Ja, dann einmal Mortadella im Keller. Bologna Mortadella. Dann packe ich gleich erstmal einmal weg hier. Dann Riegel musste natürlich wieder mit, waren auch aufgebraucht von Monique, die Proteinbar Stracciatella Geschmack vom Lidl. Dann einmal den Kraftprotz Vanillebeere. Und weiße Schokolade Crispy Proteinbar, auch aus dem Lidl. Dann, jo, einmal wie immer Kakao, ne, für Monique. Und Thymian, der ging mir nämlich alle. Thymian ist so hier der Allrounder des Gewürzes. Den packe ich grundsätzlich an jeden Braten. Schweinebraten, ja, Rinderbraten jetzt nicht, obwohl Rinderbraten eher selten mal in diesem Haus gemacht wird. Schweinebraten, Putenbraten, Putenoberkeule, Putenunterkeule, immer Thymian rein. Kaninchen. Ja, man musste sich halt improvisieren und musste andere Joghurts mitbringen. Einmal Schokopudding mit Sahne und einmal hier diesen Soft, lockeren Softputting. Hey, Telefon! Wir sind am Telefon, am Telefon, am Telefon. Hallo? Hallo? So, jetzt mal hier mal Butter bei den Fische. Freenet, wenn ihr mir noch langsam hier auf die Galoschen geht, ne, dann dreh ab. Jeden Tag rufen die mich an, morgens und abends. Handyanbieter, ne? Puh. Alter, bis ich wieder ausflippe am Telefon, wie voriges Mal, wo die wirklich 3-4 Mal am Tag angerufen haben. Dann war auch erstmal Ruhe. Oh, das geht dann auf die Nerven, ne? Gerade weil ich immer auf Hochspannung bin, weil ich immer denke, Moniques Arbeit ruft an. Und wir dafür irgendeinen Scheiß, was nicht nötig ist. So. Rote Beete in Scheiben. Die habe ich auch immer im Haus und die waren leer. Die haben so viel leer gemacht jetzt. Wahnsinn. Ja, einmal Zucker. Mann, der ist so teuer geworden. Übrigens die Einkaufspolizei, Purzel. Einkaufspolizei ist auch hier, der Purzel und die Schnecke. So teuer geworden ist. Einmal Salz. Ja, ich nehme mir das ganz normale. Günstige Jodsalz, dann einmal Batterien und wir haben eine Tasche leer gemacht. Teelichter, die sind nämlich jetzt auch leer gegangen. Hm? Wenn es abends kalt wird oder was. Gut, abends bin ich ja eh nicht zu Hause in der Woche, wenn ich arbeiten muss. Aber am Wochenende oder was mache ich jetzt halt immer Kerzen auch an, abends, ne? Jo.
So, jetzt machen wir mal den ersten Cut und ich räume schon mal was weg, damit ich gleich wieder Platz habe. Bis gleich. So, die lustige Fahrt geht weiter. Hör mal, Chiput! Mal die Buchse hochziehen. So, ich brauche da Eier. Ja, denn ich will nochmal Waffeln backen. Die sind so gut angekommen, immer meine Waffeln. Dann backe ich halt nochmal. Da kommt nämlich dann auch Quark rein. Wie bei hier so eine 20% Fett. Ne, ist ja genug Fett in den Waffeln. Dann einmal Traditions-Lyone. Ohne Schnick und ohne Schnack. Ja, zweimal die Knabber-Snacks. Dreamies, ne, Schnecke? Oh mein Gott. Zweimal Servelatwurst, dann einmal Purzelstangen, oder Purzel? Gott. Einmal Landschinken, ist auch alles übrigens aus dem Lidl. Dry Bananen habe ich mal mitgenommen. Dann, der hat mich angelacht, Käsescheiben. Für alle, die es noch nicht wissen, ich liebe Käse. Egal ob Stück. Geschnitten, ohne Brot, Käse. Käsescheiben Alpenfest, kommt immer so zum Oktoberfest raus. Käsescheiben Chili, ja, wollen wir mal gucken, wie scharf die sind. Dann, ja, es musste auch was Weihnachtliches mit, Leute, das ist doch. Farfarina feinste Baumkuchenspitzen mit Vollmilchschokolade, am liebsten mit diesem Irish Cream Likör. Habt ihr schon mal Baumkuchenkuchen gemacht? Baumkuchenkuchen. Das ist eine Scheißarbeit, aber sau lecker. Einmal Fleischsalat mal wieder. Übrigens der beste Fleischsalat abgepackt. Mit Gurke und feiner Rauchnote. Finde ich hier diesen kleinen vom Lidl. Dann einmal Sahne. Und nochmal Sahne für die Waffeln. Ich habe gedacht, ach komm, diesmal kannst du auch ein bisschen Sahne bei der Waffel machen. Naja, wo ist man schon nicht? Nochmal Butter. Dann, ja, für Monique. David isst sowas auch gerne mal. Hier Milchbrötchen der französischer Art, 12 Stück. Die nimmt sie dann halt gerne dann auch mit auf die Arbeit. Einmal diese Milchbrötchen und einmal so Croissants. Ich hatte die jetzt mit Milchcreme gefüllt und die sind jetzt mit Nougatcreme. Dann, ja, die nehme ich mir immer mal wieder mit, wenn die beim Lidl im Angebot sind von Edding, den Permanent-Maker. Ich brauche den für alles. Ich brauche hier für Tiefkühlsachen. Und ja, genau. Zum Dauerhaften besteht von fast allen Materialien, wie zum Beispiel Papier. Ach. Papier, Karton, Metall, Glas, Kunststoff. Also ja, ich brauche halt Eddinge. Eddings? Eddinge? Und das ist dieser, den ich meine. Jo Frutta, aber halt mit Zabayone. Aber haben sie nicht. Deswegen habe ich jetzt mal Pfirsich Maracuja mitgebracht. Einmal hatte ich jetzt Kirsche mit, einmal Pfirsich Maracuja. Mal gucken, was er sagt. Ich habe schon gesagt, ist nicht. Ja, italienische Woche beim Leben. Italiano. Provoletta, Pasta, Filata, Käse. In Klassik. Jo. Und noch Bergkäse. Ach, ich liebe Bergkäse, so hauchdünn geschnitten, ne? Da ist noch ein bisschen Pfeffersalz oder Chilisalz drauf. Einmal Crunchy Schock, ja, auch unsere Süßigkeitenabteilung ist ein bisschen leer gegangen. Hier, die mussten dann auch mit, sind waren so zwei Tüten drin, ne? Einmal Mireille französische Kräuter, den hatten sie im Angebot. Ist halt so wie Bressot, ne? Und Leberwurst, Leberwurst mit Schnedelauch habe ich schon mal wieder mitgenommen. Und Pizza, oh, die ist schon gut angetaut, die zum Fertig. Sie backt hoch im Ofen. Also da, die kann ich wirklich nur empfehlen vom Lidl. Die sind super. Einmal Speziale und einmal Pepperoni. Dann Essigessenz. Ohne Essigessenz geht hier gar nichts. Da kriege ich ja nichts mehr sauber. Einmal, ja, Trez. Komm, wer kennt Trez von früher? Es gibt wirklich Trez. David hat immer gesagt, das denkst du dir selber aus. Ich so, es gibt Trez. Und es gibt wieder Trez. Und es gab Trez. So, Punkt. Big Hit, Mr. Schock. Das stimmt doch. Da habe ich mir eine Kerze mitgenommen vom Lidl. Ich fand die sehr schön. Und so eine Duftkerze. Hm, die riecht echt, echt gut. Mit so einem Holzdocht.
den Docht vor jedem Gebrauch auf 2 bis 3 mm trimmen. Ach, guck mal. Aufgrund der, ja gut, ist ein Russen möglich, aber im Moment habe ich irgendwie gefühlt jede Kerze die Russen. Beginnt die Kerze zu husten, löschen Sie die Flamme und trimmen Sie den Docht auf die empfohlene Länge. Sehr gut. Jetzt weißt du Bescheid. Toll. Ist der jetzt schon abgebrochen, der Docht? Nee. Ja, schöne Kerze hatten Sie beim Lidl. Steht da auch noch eine Standduft Duft drauf auf der Pappe. Die habe ich da gelassen. Die wollte ich nicht mitnehmen. So. Einmal Essen für Monique, wie immer. Dann Nudelsoße ist auch leer gegangen. Diesmal ist sie übrigens heilig geblieben, die Bolognese-Soße. Und einmal Arrabbiata. Ich liebe Arrabbiata, die Soße. Und die ist sehr, sehr gut. Ich bezahle noch die 3 Euro für eine Barilla-Soße. Haben die eine Meise? 1 Euro noch was. Auch zu teuer, egal. So, ein Säckel Kartoffeln musst du auch mit. Was haben wir denn da? Speise, Kartoffeln vorwiegend festkochen, Region Bayern. Jo, 2,5 Kilo. Das habe ich mich dreckig gemacht. Und jetzt, jo, das war dieser große Sack. Und jetzt machen wir wieder einen Cut, damit ich wieder wegpacken kann. Bis gleich. So, weiter geht's. Im Text. Ich bin schnell. Merkt ihr gar nicht. So, einmal Toast. Musste natürlich auch wieder mit, wenn es leer ist, ist es leer. Eine Gurke. Dann nochmal Essen hier für Monique, diesmal mit einem Reis. Schipse, also wir hatten wirklich gar nichts mehr. Einmal Peperonis, einmal Ungarisch. Also ich habe jetzt mal locker, boah, ich habe beim Lidl auch 150 Euro ausgegeben. Das ist irre, ey. Aber wenn da alles leer ist, dann was willst du machen, ey? Dann da nochmal 200, 250. Naja, jetzt haben wir ja erstmal wieder genug da. Ne? Ja, einmal Mini-Bratapfel-Butterstollen. Oh nein. Mini-Bratapfel-Butterstollen? Okay. Ich weiß nicht, wie der schmeckt. Ich glaube, ich habe mich vergriffen. Normal nehme ich ja immer Stollenkonfekt, ne? Am Mini-Bratapfel-Butterstollen. Ach komm, ist egal. Probieren wir einfach mal. Mini-Butterstollen gefüllt mit 40% Marzipan-Bratapfelfruchtfüllung. Ja, mein Gott, warum nicht? Vielleicht schmeckt der ja auch. Also andere schmecken auf jeden Fall mal sehr gut. Mal schauen. Emmentaler gerieben haben wir auch immer im Haus. Ob Nudeln oder, keine Ahnung, irgendwas überbacken. Einmal Salami Spianata Romana, luftgetrocknet. Ist immer so ein... Ich mag mehr luftgetrocknete Sachen. Wie ist es eigentlich bei euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Mögt ihr mehr luftgetrocknet oder mehr geräuchert? Also ich bin so Team luftgetrocknet, seit ich damals in die Lehre gekommen bin. Ich sage nur Bündnerfleisch. Ich konnte das als Kind natürlich alles nicht essen, weil es ja nicht gekauft wurde. Aber dann... Aber ich nehme natürlich auch sowas mit. Käse, Salami und ich esse auch gerne geräucherte Sachen. Also so ist es nicht. Dann einmal Macaroni. Macaroni. 500 Gramm. Ja. Monique braucht wieder Cornflakes, diesmal mit Zimt. Ein Eisbergsalat, habe ich mal wieder Bock drauf. Dann ein Weizenmischbrot, konnte ich leider nicht, jetzt kann ich schneiden. Jetzt ist es kühl, konnte ich aber nicht schneiden, war noch zu heiß. Einmal Schokodrink, dann... Nicht Rama Creme Fin, sondern Vittadora Fines. Pflanzencreme zum Braten mit Buttergeschmack. Das ist auch so ein Buttergeschmack, aber ist egal. Ne? Ja, hier haben wir noch einen veganen Proteinbar Cookies and Cream Geschmack. Auch vom Lidl. Dann noch einmal Spaghetti mit Tomatensauce. Also den habe ich immer eigentlich auch hier. Das ist mir jetzt auch alles leer gegangen. Die nachgemachten Miraculis. Den Gouda müsste ich geschenkt bekommen haben, wieder Lidl-App mäßig. Ne? Jungen Gouda am Stück. Und einmal Kondensmilch XXL in, also mit 4% Fett. Ja, der Rest ist hier Kongstrong und deswegen geht die Tasche weiter. Übrigens, hier habe ich noch einen Säckel Katzenstreu stehen.
Und ja, ich habe das alles alleine hochgetragen. Einmal bitte ein bisschen Applaus oder Mitleid, das könnt ihr euch aussuchen. So. Ich glaube, jetzt sind wir bei DM. Hallo, wo sind denn die Katzen? Und sind sie weg. Egal. Duftkerze, Salbe und irgendwie. Weißt du, die haben jetzt Leckerchen abgestaubt und jetzt sind sie weg. Eigentlich habe ich hier ja noch was. Erst habe ich gedacht, Salbe und Ingwer. Oh mein Gott, aber das riecht so gut. Von DM. Schmutzradierer. Ja. Ich brauche sie. Ohne bin ich aufgeschmissen. Dann einmal hier meine Denkmit 3-in-1 Cups. Meine Waschmaschine ist ja quasi kaputt. Wäscht aber noch. Zieht halt nur aus einer anderen Abteilung Wasser. Ist ja wurscht, ne? In der Vorwaschschublade. Funktioniert aber noch. Ich habe gerade nämlich gewaschen. Wir brauchen nämlich einen anderen Adapter für die andere Maschine. Aber, ne? Meine Pots. Ja, dann, ich brauchte wieder ein Startfeuerzeug. Nachfüllbar. Genau. Mit Zündsicherung. Profissimo. Sonst gucke ich die beim Lidl, aber habe ich irgendwie nicht gefunden. Dann, ja, ich will ja meine Nägel abmachen. Also ich gehe jetzt nicht mehr zum Nageln, der ist noch nicht mitgekriegt, ich gehe jetzt nicht mehr zum Nageln. Ich habe irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist überdrüssig so ein bisschen, ne? Und außerdem war ich da auch selten, der hat mir immer wehgetan. Der hat zu weit runtergefeilt und da gab es immer jedes Mal, ey, wie so einen elektrischen Schlag und das ist einfach nicht schön, ne? Und ich möchte einfach, es gibt so schöne Farben. Ich habe mir nämlich schon Nagellacke gekauft. So schöne Farben. Ich möchte einfach mal wieder normalen Nagellack tragen. Denn ich mache ja keine Umlagerungen mehr auf der Arbeit. Beziehungsweise auch so viele Kartons öffnen. Und deswegen wird der auch nicht so schnell abgehen. Ich habe das immer gemacht, damit meine Hände stabil sind für die Arbeit. Und dann bestimmt auch meine Fingernägel. Aber ich brauchte halt eine neue Feile. Kunstnagelfeile. Für modellierte Nägel. Damit ich mir die halt abmachen kann. Irgendwann, wenn es nur noch ein bisschen ist, dann geht das, kannst du das so abknibbeln. Hatte ich bei Corona zum Beispiel. Kurz ja ähnlich ins Nagelstudio. Und ja. Zum Kürzen und Formen von Kunstnägeln. Genau. Oder sowie zum vorsichtigen Abtragen von Genmodellagen entwickeln. Aha. Gut, ich brauchte eine neue von Evelyn. Dann einmal natürlich hier Fusselroller. Und dann nehme ich euch jetzt mal mit. Ich habe nämlich Stinkekissen wieder gekauft. Die anderen waren durch. Aber wo ist denn hier die Bagage? Wollen wir mal gucken gehen? Oh. Hallo. Ja, da ist der Bursche. Guck mal hier. Oh. Oh. Wo ist die Schnecke? Schnecke. Ah. Ja, kommt mal mit. Ui, muss euch scharf machen. Hm? Was ist denn hier los schon wieder mit Kamera? Guckt mal, ich hab neue Stinkekissen. Komm, ihr Junkies. Guck mal hier. Hallo. Komm her. So, einmal für den Purzel und einmal für die Schnecke. So. Ja, wenigstens kann ich zwei zufriedenstellen. Ne? Die Mausi hat damit ja keinen Vertrag. Ja, die alten schmeiße ich dann immer nach einer Zeit weg. Ne? Die sind dann ausgelutscht quasi. Hey, es wird dir nicht gekloppt. Für jeden ist ein Kissen da. Mann. Wir machen jetzt weiter. So. Haben wir es doch noch hingekriegt. Siehst du? Also, warum muss ich nicht kloppen? Echt. Leute. Ich muss noch mal einen Cut machen, das wird's nichts. Ich brauche Platz auf dem Tisch. Bis gleich. So, es geht weiter. Ich glaube, das wird nächstes Video. Ja. Oh, ich habe Überraschung bekommen hier. Sag mal schnell, PayPal. Payback. PayPal. Payback, Mensch. Ja, einmal Trockenfutter für die Katzen. Einmal Balea Anti-Schuppen-Shampoo. Jo, von Monique, ne? Ein Weichspüler von Denkmit habe ich mal wieder genommen. Sanfte Frische. Finde ich auch sehr gut vom Geruch her.
Ja, dann habe ich auch hier ein paar Riegel mitgenommen. Diesen Molkeriegel mit Heidelbeergeschmack. So wird ein Schuh raus. Und einmal mit Kokosmandelgeschmack. Die kosten mal so 50 Cent, ne? Ja, die Hornhaut-Safety-Klingen mussten auch mit von Croedo. Bitte keine Standpauken. Ja, soll man nicht machen. Ich mach's aber. Und der Experte auch. Punkt. Danke für gar nichts. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem wieder jemanden gehabt auf Instagram. Ich fand das ziemlich lästig, ganz ehrlich. Immer dieses Maßregeln und Besserwisserische sein für Leute. Ich bin 44. Meine Mutter hat es versucht. Die habe ich in den Wind geschossen. Es braucht wirklich keiner versuchen, mich hier zu maßregeln oder mich erziehen zu wollen oder mach doch dies, mach doch das, mach doch jenes. Mach doch selber. Mann, das geht mir auf die Nerven, ey. Ja, und schon habe ich sie blockiert. Bums. Weil, ey, gefühlt ein-, zweimal die Woche sowas kam. Und das geht mir einfach auf die Nerven. Instagram. Sensitive Purina One. Nassfutter. Deo musste mit. Ich habe es jetzt gar nicht gerochen. Balea Deodorant Soft Flower stand neu dran. Mit dem Duft von Glockenblume und Hortensie. Mal gucken. Also das sind so Deos, die ich gerne mal nach dem Duschen nehme. Oh, das riecht gut. Mhm. Ich würde sagen, boah, sehr alkoholisch. Aber doch zart. Nicht so aufdringlich, finde ich gut. Ja, ich habe mal genommen Mr. Popper. Nicht so, dass man sich drin spiegeln kann. Genau, Meister Propa, Frühlingserwachen. Ich finde den Duft total gut. Hat immer unsere Putzfrau genommen. Oh, deswegen mag ich den Duft. Und Meister Propa musste mal wieder mit. So, guck, ja, hier habe ich noch ein Packen. Größe 43 bis 46, da hatten wir ja Hunde drauf. Und hier haben wir jetzt, ja, so Pac-Man drauf. Also so Zocker. Aber dürfte raten. Experte guckt eh nicht meine Videos, der kriegt einen Adventskalender. Ich mache ja einen für meine Arbeitskollegen auf der Arbeit. Für meine Arbeitskollegen auf der Arbeit. Genau. Und die kriegen auch schöne Sachen. So. Ah, ich habe zwei neue Tuchmasken gefunden. Ich glaube, da war noch einer. Limited Edition von Balea. Be Adorable. Bedruckte Tuchmaske. Das ist die, ja. Da bin ich ein Reh, Kids. Und Chai-Latte-Tuchmaske. Ich glaube, die hatten, war die nicht vor Jahr schon? Stand auch neu dran. Ich bin ein Opfer mitgenommen. Ja. Toilettenhängeding. Musst du auch wieder mit? Denk mit. WC-Blauspüler. Das macht Flower. Also Flower, Blume. Ja, und wir haben, glaube ich, auch ein paar Riegel. Ne? Sportness Energy Riegel mit Himbeer-Joghurt-Geschmack. Dann brauchte ich mal wieder eine Mundspülung. Ich habe diesmal mal diese genommen von Dontodent. Protect and Care. 10 in 1 Rundumschutz. Mundspülung stärkt den Zahnschmerz, pflegt das Zahnfleisch, blablabla, blablabla. Ja, gut. 500 Milliliter, ne? Ja. Mundwasser halt, ne? Ach, guck mal, hier habe ich noch eins. Und dann ja, hatten sie Tee runtergesetzt von Mesmer. Cold Tea für die Wasserflasche. 500 Milliliter, 14 Pyramidenbeutel, Himbeere, Zitrone. Ich brauchte eh wieder einen Tee für Monique. Und ich gieße ihn sogar heiß auf. Schmeckt auch. Also, ne? Und ja. Für Monique auf die Arbeit. Dann haben wir viermal Chaisir für die Katzen. Ne, Purzeln? Ich glaube, die sind stoned. Die sind jetzt schon stoned. Einmal noch eine Duftkerze Macadamia und Himbeere. Fand ich auch schön, dezent süßlich, aber schöner Geruch. Dann hatten sie noch Molkeriegel. Ach, hatten sie noch? Nee, habe ich gekauft. Vanillegeschmack. Dann brauchte ich auch wieder ein paar Badetüten von Balea. Ich finde diesen, ich bin ganz fasziniert von diesem neuen Logo. Ich mag das. Ich mag das. Das ist weicher wie das alte. Also einmal entspann dich Badekristalle mit Honig und Honigduft und Lilien.
Und dann einmal nach Tahiti, Gardenie und Hibiskus. Aldi Prospekt. Ungarische Salami. Ja, es kommt noch mal eben was zu essen. Liebe ich. Schmeckt eigentlich wie eingeschlafene Füße. Riecht auch so, aber ich mag das. Ich mag eingeschlafene Füße. So, einmal WC Aktivgel de Ente. Und haha, ein Paket Möhren. Jetzt guckt er aber sparsam, ne? Hatten sie im Angebot beim Aldi. Unter 1 Euro. Speisemöhren Klasse 1. Ich liebe Möhren. Jetzt, oh mein Gott, was? Ist das neu? Wenn sie roh sind, dann mag ich das. So eine andere Möhre knabbern. Ich finde das total lecker. Aber sobald die gekocht sind, haben die für mich einen Geschmack, der einfach nur zum Brechen ist. Ich mag das nicht. Aber roh esse ich sie gerne. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Übrigens konnte man bei DM wieder was mitnehmen an der Kasse. Und ihr wisst ja, das packe ich auch immer gerne in die Probenverlosung. Ricola mit Schweizer Alpenkräutern, Eukalyptus Kirsche habe ich zweimal und einmal Menthol extra stark. Mmh. Ja. Genau. Tüte leer. Eine noch. Und dann haben wir die hier noch von Müller. Nicht vergessen. Einmal Klopapier sanft und sicher. Ja, wollen wir mal gucken. Irgendwann kommt jetzt wahrscheinlich auch ein anderes. Was anderes da drauf. Ja, ich war mal eben kurz, als ich jetzt beim Rossmann war, war ich kurz bei NKD drin. Und die hatten diese Ellenbogenbandagen. Ich habe zwar eine geschickt gekriegt von der lieben Angie, danke nochmal dafür. Die nehme ich auch weiterhin, aber die ist mir ein bisschen zu groß immer. Und ich habe mir jetzt halt die hier genommen. In Größe M. In Größe M, genau. Und die fand ich sehr, sehr bequem. Ich habe die da mal anprobiert. 26 bis 30 cm. Ich brauche die einfach für meinen Ellenbogen, für die Arbeit. Und den fand ich auf jeden Fall viel, viel besser. In S wäre es jetzt wieder zu klein gewesen. So finde ich es echt gut und ich habe einen unheimlich geilen Halt. Oh ja, das merke ich schon. Ich probiere den heute mal auf der Arbeit dann aus und dann mal schauen. Kostete 5,99 Euro. Kannst du mal machen, ne? So. Dann war ich ja eben noch kurz beim Teddy drin und habe da noch ein bisschen was eingekauft, was ich auch haben musste, was eigentlich auf einem anderen Zettel stand. Aber okay, jetzt habe ich es halt schon mitgebracht. Ich habe ja aber noch was Süßes gefunden, und zwar diese kleinen Aufbewahrungsboxen. Ich finde das süß, ne? So für eine Steffi-Box oder so. Und man machst du Kräuter rein oder Knoblauchzehen oder, ach, keine Ahnung, kann man immer bei irgendwann reintun. Oder für die Kinder, ne? Wenn sie ihre Milchzähne verlieren oder so. Mensch. Eigentlich wollte ich ja nur Adventskalender holen. Die hier. Ja. Ich habe wieder zwei geholt für 3 Euro. Das reicht total, ne? Als Verpackung habe ich schon 2 Stück hier. Dann habe ich mitgenommen 15er Set Verschlussklammern. Guck mal, das in 3 verschiedenen Größen, 3 verschiedenen Farben. Bilou hatten sie diese Woche noch runtergesetzt beim Rossmann, habe ich mitgenommen. Happy Summer von Bilou. Und ich habe jetzt gesehen, dass vom die neue LE von Essence, das ist Pink is a New Black oder Black is a New Pink oder wie auch immer. Keine Ahnung. Habe ich gar nicht angesprochen. Sogar, also ich habe ihr erst gesagt, boah, der Blush ist ja vielleicht richtig geil, aber nee. Nee. Ich muss auch nicht alles haben im Leben, ne? Diese Mütze habe ich mitgenommen, 1,55 Einheitsgröße. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Die wird auf jeden Fall nicht bei mir bleiben. Aber tja, für was ich sie nehme, schauen wir mal. Dann, das fand ich gut. Das fand ich gut. Oder ich hoffe, ich finde es gut. Das ist nämlich dieser Anti-Wundreibstick. Exotischer Duft nach Frangipani und Kokos. Hatten sie runtergesetzt, weil jetzt so die ganzen Sommersachen rausgehen. Ja, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert, Leute. Ich bin gespannt. Ich habe auch meine schönen 50-Style-Kleider und so, und das möchte ich einfach mal tragen. Ist ein Must-Have für jede Handtasche. Er legt einen unsichtbaren Schutzfilm auf deine Haut
und vermindert so Wundreibe an Hautpartien, die häufig Reibung ausgesetzt sind, zum Beispiel wie Oberschenkel oder BH-Konturen. Das habe ich nämlich hier auch. Mal ausprobieren. Ja, und da ich nicht die schlankste bin, habe auch kräftige Oberschenkel, rein hier aneinander. Ich habe die anderen so wund gehabt, Leute, das war so auf. Ich bin gespannt, ob dieser Stick hier funktioniert. Ich werde berichten. Dann habe ich noch mitgenommen von Rossmann Wellmix Sport 32% Protein mit Kokosgeschmack. Dann habe ich noch was Interessantes gefunden, aber das gehört eigentlich bei Müller rein, aber ist egal. Haare Feel Good Creme mit feinster Kamelmilch. Kaktusfeigenduft. Interessant, oder? Das ist eine Kamelmilchcreme mit Kaktusfeigenduft. Ich weiß es nicht. Also bei Müller entdeckt. Keine Ahnung. Dann beim Rossmann, für den Experten, der liebt Kochlöffel, Holzkochlöffel. Und der hatte sich jetzt einen Olivenholzkochlöffel gekauft auf dem Schlossfest, damals in Neuburg. Und dann habe ich gesehen, beim Rossmann haben sie die auch. Und die möchte ich Ihnen nämlich im Adventskalender packen. Pfannenwender aus Olivenholz, so sieht er aus. Jo, da wird er sich freuen, da wird er sich freuen. Das weiß ich. So, noch zwei Riegel. Bananengeschmack und einmal Vanillegeschmack. Mein Gott, schon wieder so spät. Dann habe ich noch zwei Masken oder zwei Augenpads mitgenommen. Auch von Müller. Jean and Len ohne Gedöns, Argan, Retinol und Kaktusfrei Hyaluron. Diese hier. Einmal zwei Pads sind da drin. Und Nagellack, Leute. Ich habe Nagellack schon mal mitgenommen. Da war zwar noch ein bisschen mit dem Rauswachsen, aber ist egal. Hat mir so gefallen. Von Rival de Loup. Glazed in Shine Nail Color und Glazed in Shine Nail Color. Mein Gott. Mir keinen Namen. Für einen auffälligen Chromeffekt. Die hochpigmentierte Metalltextur verleiht einen langanhaltenden und eleganten Look. Bitte Unterlack verwenden. Mache ich, habe ich schon gekauft. Aber die haben wirklich keinen Namen. 23.05 und 23.03. Ach, guck mal, wie mein Geburtstag. Also so sehen die beiden Farben aus. Und die fand ich echt schön. Und die ganz auf dem Finger und da einen mit. Keine Ahnung, was da schon der Krach macht. So, auch fertig. Und jetzt kommen wir zum Müll. Leute, aber ich krieg doch nicht mehr. Guck dir mal die Tasche an. Guck dir mal die Tasche an. Ich habe ja den Adventskalender von Aveo online bestellt. Der war da drin. Und ich habe gesagt, geht sie noch ein bisschen größer? Damit der Tasche kann ich ja umziehen. Aber ist ja egal. Jetzt habe ich so einen großen Sack, der sogar personalisiert ist, weil mein Name drauf steht. Und da ist er. Da ist er. Der ist auch von diesem Jahr. Ich habe ja jetzt den vom vorigen Jahr und den von diesem Jahr und ich lasse die beide gegeneinander antreten im Dezember auf meinem Kanal. Schauen wir mal, wer da besser war oder ist. Auch mal interessant. Ja, nicht weiter angucken, was da drin ist. Wegtun. So, dann habe ich aber noch ein paar Sachen geholt. Und ich habe auch ein paar Schnäppchen wieder gemacht bei Müller. Er geht mal in diese Abteilung, wo alles runtergesetzt ist. Dann findet ihr solche Schnäppchen. Das finde ich mega geil. 6,99 und dann kriegst du noch 50% darauf. Das ist nämlich ein Duschgel oder Parfum und Bodylotion Set. Na? Hallo, hallo? Kannst du mal machen oder was? Kommt noch besser. Und zwar von Christina Aguilera, Moonlight Plume, 8,95 und dann 50% runter. Also immer gucken. Ist ganz wichtig bei Müller. Machst immer Schnäppchen ohne Ende. Ein Parfüm ist da drin und ein Schauergel. Einmal. Und dann habe ich noch eins mitgenommen. Und zwar, was haben wir eigentlich da? Moonlight Blue. Und hier haben wir, du bist mein Lieblingsmensch. Hä? Steht nicht drauf. Steht gar nicht drauf, wie das heißt oder was? Ich weiß nicht. Du bist mein Lieblingsmensch. Okay, dann bist du halt mein Lieblingsmensch. Auch für diesen Preis. Ja. Ich bin Opfer. Ich bin Naschi-Opfer. Milchgeister. Meine Milchgeister.
Dann habe ich das hier einmal mitgenommen. Nivea Hydra Skin Effect, die Ampullenkur. Kann ich nur empfehlen. Ja, dann einmal so einen kleinen Naschi hier, Haribo Goldbeeren. Dann einmal Meeressalz Schlafgut. Diademin Lift Sofort Effekt Kapseln. Ich komme halt nicht so oft zu Müller. Dann einmal Aveo Badesalz glücklich machen. True by TTZ. Glücksbringer Pfirsich Vanille. Das haben sie jetzt alles runtergesetzt, diese Düfte. Ne? Deswegen habe ich sie mitgenommen, mein Gott. Badesalz Baden gehen, auch von Aveo. Ja, schaffen wir das noch? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Dann zwei Duftkerzen, die haben auch klar jetzt wieder die Weihnachtsabteilung bei Müller. Apfelzimt. Die riechen, boah, Leute, riechen die geil. Also die sind der Hammer. Und einmal Butterspekulatius. Boah. Boah. So. Dann habe ich ganz viele Caramax geholt. Einer habe ich gestern schon auf der Arbeit gegessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Eigentlich waren es 7. Nicht verraten. So, dann einmal von Cadea Vera Vitamin C Konzentrat und Aveo Badesalz for my love. Dann habe ich noch mitgenommen, kennt ihr noch dieses Knisterkaugummi von damals? Ich muss doch mal eben noch eine Pause machen. Ich will ja auch nicht so durchhetzen, ne? Das ist Magic Gum. Ja, das ist so geil. Und einmal hier Nutella Biscuits. Jo. Das hier. Dann habe ich noch eine Badekugel mitgenommen. Ich fand die so süß. Aveo Badekugel Sweetie mit Kakaoschalen, Kakaobutter und Shea Butter. So sieht die aus. Haben sie mehrere Sorten gehabt. Und ja, so. Riecht sehr gut. So sieht die dann aus, diese Badekugel. Und ja. Dann habe ich noch Aula Nagellack mitgenommen und das war's dann. Oh Gott. Eiland. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Minuten wir sind. Also, ich habe einmal mitgenommen, weil ja wirklich immer gesagt wird, Base Coat, das ist auf jeden Fall der Base Coat. Ich habe mir die von Essence mitgenommen. Dann habe ich mir auch einen Top Coat natürlich mitgenommen von Essence. Ein bisschen sollen meine Nägel dann schon halten. Ne? Also hoffe ich schon, dass mal so 1, 2 Wochen der Lack dann drauf bleibt. Und auch 2 schöne Farben, die ich mir dann mixen will. Also ein geiles, geiles Rot. All-time Favorite. Favorite. Und einmal hier My Butter Half. So ein Gelb. Ne? Da mache ich dann halt Rot und Gelb in Mischung. Und finde ich echt, echt schön. Das war's. Oh mein Gott, ich habe Rückenschmerzen. Das war's. Ihr Lieben, das war's. Ich zeige euch jetzt zum Schluss nochmal die Katzen. Die liegen hier rum, sind wahrscheinlich stoned. Da ist der Purzel. Und die Schnecke. Und ich. Und da ist das Zuschauerpaket. Ja, und mein gehacktes, was ich gleich einfrieren muss. Meine Lieben, ich verabschiede mich jetzt. Das war der XXXXXXXXL Haul. Ich musste echt auffüllen. Ist Wahnsinn. Ja, das muss manchmal sein. Ne? Und jetzt sage ich arrivederci, goodbye. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Bleibt gesund. Gute Besserung an alle, die krank sind. Und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Also, see you later, alligator. Ciao.